Tja, da wären wir. Wow, hier sieht's ja wirklich sicher aus. Tag auch allerseits. Hackt ihm wenigstens den Arm ab. Da bist du ja wieder, Drake. Und hast du was gefunden? Ja. Hab eine Lebensmittelbox auf dem Schiff gefunden. Hier. Drake übergibt Simon die Lebensmittel. Wow, das ist echt klasse. Dann kann ich mich jetzt wohl zur Ruhe setzen. Hoppala. Ich mache für euch keinen Finger mehr krumm. Natürlich. Was hast du da mitgebracht? Irgend so ein Typ in der Küche, der eingesperrt war. Sein Name ist André. Oh, verstehe. Kein Problem. Er kann gern hier bleiben. Ja, Da gibt es ein kleines Problem. Ja, welches? Siehst du seine Verletzung am Arm? Ja. Sehe ich. Tja. Er wurde von einem Infizierten gebissen. Warte. Was? Infizierten? Wovon redet ihr da? Oh, er weiß noch nicht Bescheid. Bescheid? Wissen? Infizierte? Wovon? Dieser Typ, von dem du gebissen wurdest, er ist infiziert worden. Darum war es so abgedreht. Aha, okay. Und was heißt das für mich? Du wurdest auch infiziert. Und wann verwandelst dich nach einer gewissen Zeit auch in einen dieser Infizierten? Was? Und wie kann man diese Infektion stoppen? Tja, unser Christopher hier ist Sanitäter. Es gibt derzeit keine Heilung. Keine Heilung? Ist das ein Scherz? Kommt schon. Ihr verarscht mich doch, Leute, oder? Wenn es doch nur so wäre. Als Drake vorhin weg war, haben wir den Radiosender aus Johto nochmal empfangen. Derzeit gibt es einfach nichts, was die Infektion stoppen kann. Keine Impfung, keine Heilung, gar nichts. Das hat der Radiomoderator noch ins Mikrofon geschrien und danach brach die Verbindung ab. Spätestens, wenn er mutiert wird. Ach, spätestens, wenn er mutiert, wird dieser Mensch zur Gefahr. Er könnte uns alle auseinandernehmen, wie die Leute auf der MSN. Richtig, es gibt nichts, was wir für ihn tun könnten. Also müssen wir wohl wieder wegschicken. Was? Nein! Bitte, bitte lasst mich hier bleiben. Ich bin doch jetzt nicht extra vom Schiff runter, um draußen einen grausamen Tod zu sterben. Das könnt ihr doch nicht machen. Oh Mann, scheiße. Drake, was denkst du? Ich hätte eine Idee. Ich hätte da eine andere Idee, wie wir ihm helfen können. Was denn für eine? Diese Infektion ist unaufhaltbar, Drake. Wir können nichts für ihn tun. Doch, wir sägen ihm den infizierten Arm ab. Was? Spinnst du? Tja, Junge. Kommt drauf an. Entweder wir entfernen dir den kranken Arm oder du wirst rausgeschmissen. Und darfst dann als Infizierter draußen rumlaufen, bis ich und Kalimani kommen und dich platt machen. Deine Entscheidung. Halt. Bist du dir ganz sicher, dass das nötig ist? Du hast doch vorhin gesehen, wie der Typ in der Küche infiziert wurde. Wie gesagt, das blüht auch dir, außer wir verhindern das schnell. Du bist dir absolut sicher? Absolut. Okay. Wenn mir nichts anderes übrig bleibt, dann tun wir es. Gut, Christopher, kannst du diese Armamputation durchführen? Sorry, Drake, aber ganz ehrlich, das ist mir zu heftig. Ich bin Sanitäter und kein Metzger. Lukas werde ich gar nicht erst fragen. Und mich auch nicht. Und ich würde es auch nicht tun. Oh, so Weicheier. Dann mache ich es halt. Entschuldigung, bevor ich wirklich so sterben würde, würde ich jemand sogar einen Arm absägen. Okay. Ich konnte den Arm von ihm noch desinfizieren. André, bist du bereit? Bitte mach es schnell. Glaub mir, ich werde es sicherlich nicht langsam machen und genießen. Also Christopher gibt uns die Einweisung. Ja, also André, leg erst mal deinen Arm auf den Tisch. Na los. Ja, Entschuldigung. Okay, gut.
Drake, jetzt nimm die Säge zur Hand und setz über der Wunde an. Alter. Ja, das sieht gut aus. Tja, der nächste Schritt ist dann, den Knochen mit dem Fleisch durchzusägen. Ja. Boah. Oh Gott. Schnell. Wir müssen die offene Wunde abbinden. Alter. Das war eine recht blutige Angelegenheit. Hat er es überlebt? Ja. André schläft gerade in meinem Bett und erholt sich. Aber wie soll es auch anders sein? Er hat seinen ganzen Arm verloren. Tja, entweder das oder er wäre ganz unter der Erde gelandet. Ja, aber hoffentlich bringt's was. Wir werden ihn weiter beobachten. Gutes Stichwort mit wir. Denn ich werde für euch keine Gefälligkeit mehr übernehmen. Ich habe draußen nach einer Fluchtmöglichkeit geschaut und es führt keinen Weg nach draußen. Deine zwei Kumpels aus ihren Baracken geholt, bin in den Pokémon-Markt eingebrochen und es ging dabei leer aus. Weil ich einem Visor eine Beere überlassen habe. Dann bin ich tatsächlich auf die fucking MSN zurückgekehrt, um Nahrung zu holen. Und hab den Jungen mitgeholt, dem ich sogar eben eigenhändig den Arm abgesägt habe. Ich weiß ja nicht, wie du siehst, aber ihr seid mir alle was schuldig. Sogar Lukas, dem ich sein infiziertes Nobilikat erlöst habe. Hey, hey, ganz ruhig. Wir sind dir auf jeden Fall was schuldig und wir wollen nichts weiteres von dir. Aber... Papa? Was? Unmöglich. Mein Vater hat mich gerade angerufen. Verdammt. Nachdem ich abgenommen hatte, hat er sofort aufgelegt. Das gibt doch gar keinen Sinn. Wieso sollte er sich nicht melden? Er sorgt sich doch nur sicherlich um dich. Tsch. Es ist komplizierter, als du denkst. Sein Aufenthaltsort sagt... Britannia City. Er ist also dort, aber ich dachte, er wäre untergetaucht. Ist er wieder zurück? Hey, geht's dir gut? Drake? Was? Ja. Leute, ich muss hier weg. So schnell wie möglich. Ich kann hier nicht länger verweilen. Hä? Was? Ich verstehe nicht ganz. Musst du auch nicht. Ich muss so schnell wie möglich Britannia City näher kommen. Wenn es doch nur einen Ausweg gäbe. Ja. Aber wie du festgestellt hast, gibt es hier momentan keinen drin. Ich habe jetzt so die Theorie, dass wir zu Major Bob müssen. Die Diktahöhle ist völlig zugeschüttet, da käme ich nie durch. Der Riss im Erdboden Richtung Lavandia ist auch nicht einfach so zu überwinden. Was ist mit den Ausgängen von Azuria City oder Saffronia City? Du denkst wohl wieder über eine Flucht nach. Tja. Soweit ich weiß, ist die Hauptverwaltung in Azuria City zuständig für den Tunnelpfad. Es liegt in deren Hand, diesen wieder zu öffnen. Aber es gibt keine Chance, jemanden dort zu erreichen. Hatte mich mal dort mit einem Mädel verabredet. Und zwar in der Nähe von Bill, dem Technikfreak. Dort gibt's echt einen romantischen Blick aus mir. Ach, der ist es, der wo auf der Brücke steht. Aber leider hat's nichts gebracht. Ich bin ohne Handynummer allein nach Hause gelaufen. Und was ist mit Saffronia City? Kann man da eine Hauptzentrale oder sowas erreichen? Eigentlich liegt es nicht an denen, die Tür zwischen Urania und Saffronia zu öffnen. Denn eigentlich kann man die Tür nach Saffronia auch hier in Urania öffnen. Die Leute von Saffronia City haben vielleicht die Tür geschlossen. Aber der Hauptschalter liegt immer noch bei uns. Und das hättest du mir vielleicht nicht schon vorher sagen können? Sorry. Aber ich dachte nicht, dass wir das in Erwägung ziehen. Weil du ja erst nicht auf die MSN zurück wolltest. Aber wie auch immer. Der Hauptschalter liegt direkt im Stromkreis von Urania City. Und dieser Schalter ist in der Arena von Major Bob, dem Arenaleiter. Und wo liegt das Problem? Dann soll er einfach die beschissene Tür öffnen. Hauptsache, man kommt hier weg. Und ich wäre Britannia City schon einen Schritt näher. Tja, es gibt da nur ein Problem.
Du kannst die Arena nicht einfach betreten. Wieso soll das nicht möglich sein? Ich springe einfach über den Zaun und gehe rein. So einfach ist das. So einfach ist das nicht, Drake. Major Bob will nur die fähigsten Trainer in seiner Arena haben. Deswegen steht der Zaun unter Hochspannung. Versuch rüber zu klettern und du wirst gegrillt. Es ist witzig, dass du die Arena mit dem Zaun erwähnst. Wo du doch eben auf der MSN warst. Was hat das für einen Zusammenhang? Ja. Ich habe mich vorher schon mit Lukas drüber unterhalten. Boah, Gott, für den ganzen Lesen komme ich aus Atem. Er meinte, er möchte dir helfen. Wo er nur kann. Er scheint dich recht gut leiden zu können. Muss wohl an dem liegen, was du vorhin zu ihm gesagt hast. Auf jeden Fall muss ich da ein wenig weiter ausholen. Der Zaun an der Pokémon-Arena ist nur an einer Stelle schwach. Dort, wo dieser komische Busch steht. Der Kapitän der MSN ist der Meister des Zerschneiders. Damit könnte man den Busch zerschneiden. Allerdings schließt der Kapitän immer seine Kabine zu, damit Leute ihn nicht stören. Glücklicherweise sind Lukas und der Kapitän Mitglieder im demselben Pokémon-Club Murania. Lukas ging da mit seinem Snobelikat hin, bis, naja, du weißt schon, was mit seinem Pokémon passiert ist. Wie auch immer. Dort hat er einen Ersatzschlüssel für seine Kabine gelagert. Die VM01 hat der Captain immer dabei. Vielleicht ist er noch am Leben. Aha, okay. Und wie soll ich dem Pokémon-Fanclub kommen? Kein Problem. Lukas gab mir den Schlüssel. Er ist immer sehr schusselig und vergisst oder verlegt dabei Sachen. Gut, dann schaue ich mir jetzt erstmal den Pokémon-Club an. Alles klar, dann warten wir hier so lange. Was auch sonst. Erstmal speichern. War der Poké-Club nicht hier oben? Nein. Ah, stimmt, da war das Haus von dem Lukas. Das ist hier doch, oder? Ja. Keiner hier. Dachte, solche Fanclubs wären von Pokémon-Freaks Tag und Nacht besetzt. Da vorne ist eine Treppe. Müll. Oh. Sieht nicht so aus, als wäre ich hier unten alleine. Die Leichen da vorne bestätigen das. Was habe ich eigentlich in meinem Beutel? 3 Beeren, ein Trank. Oh, wieder ein Snobelikat. Nein, oh. Ich feiere den Soundtrack so hart in dem Spiel. Müll. Was war denn? Oh, wieder Slimer oder so. Oh, Dragosso. Oh, warum kommt jetzt so ein Scheißviech wie Dragosso? Seinem Knochenboomerang, der auch noch zweimal trifft, wenn er möchte. Oh, doch, Musik geht gerade aus. Was ist jetzt los? Warum haben die immer so riesige Keller? Hallo? Blödes Radfratz. Ja, es wird immer erst von den Ratten übertragen, ja. Oh. Oh, jetzt haben wir noch ein Zubat.
macht nichts, ich kann mich noch einmal heilen. Ist das ein Menki? Oh, ein zerrissenes Hornleo. Gegengift, oh je. Das heißt nichts Gutes. Mr. Pokémon. Kabinenschlüssel. Sieht so aus, als hätten die Leute hier im Untergrund Schutz gesucht. Aber das ihnen nicht das hat ihnen nicht geholfen. Aber der Zugang zum Clubhaus war doch verschlossen. Ob sich wohl einer von den Infizierten den anderen und die anderen da attackiert hat? Wie auch immer. Als nächstes sollte ich mir die Kabine der MSN anschauen. Oh, ein totes Dummy. Stern, du. Da kommen doch bestimmt noch mal Pokémon, oder? Oder Zombies oder so. War ich in dieser Richtung schon? Ja, da war die tote Schwester Joy. Okay, hier scheint nichts zu sein. Was schade ist, hier hätte ruhig noch ein paar, hey, hier hätte ruhig noch mal ein paar Gegner einbauen können. Der gute Mr. Prinz. Ich speichere noch mal. Hallo. Okay, kann ich so ein Lebensmittel machen? Hat der noch was für mich? Hey Drake, hoffentlich ist dir alles bald vorbei. Nein, hat er nicht. 35 Minuten nehme ich schon auf, ich möchte noch weiter spielen.